Ah, guck mal, wir haben auch dieses Jahr wieder ein neues Dings. Ja, doch, wir haben dieses Jahr wieder ein neues. Jo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und heute machen wir die Halloween-Quest. Es ist zwar schon 3 Tage zu spät, aber hey, was soll's. Hauptsache, wir machen die überhaupt irgendwann, ne? Weil, wie ich das auch in den letzten Sachen immer rausgehört habe, sprich der Halloween-Quest, Geburtstags-Quest und. Das haben sich ja wirklich die Leute angeguckt und dann sich ein Resultat, ein Fazit rausgezogen, ob sie das wirklich machen wollen oder nicht. Weil im Endeffekt sowieso ja jedes Jahr immer das Gleiche ist, ne? Und deswegen schauen wir auch dieses Jahr herein, was so Interessantes passieren wird. So, wir gehen mal auf Kaufen. Was können wir uns hier für schöne Sachen rausholen? Wir haben natürlich wieder die Skins, die keine Stats mitbringen, sondern einfach nur zur Dekoration gelten. Wir haben auch ein 30-Tage-Gothic-Kostüm mit Schaden, Magie, Schaden und Ausweichen für 30 Tage für 20 Münzen. Sprich, glaube ich, 20 Tage muss man dafür farmen. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Dann auch nochmal Verteidigung, Magiewiderstand für 7 Tage. Das ist natürlich nicht so schön, hätten die da auch vielleicht für 30 Tage machen können. Was haben wir hier auch für 7 Tage was? Kritschaden. Gut, die sind vielleicht nicht so wichtig. Tänze für 7 Tage. Ein Kürbishut ohne Effekte und die sie für 7 Tage. Okay, an sich mit dem Kostüm finde ich das schon mal sehr, sehr gut. Gothic-Kostüm, ich weiß auch nicht, wie oft die das schon reingebracht haben. Das ist jetzt eine gute Frage. Aber doch, auf der anderen Seite ist es wirklich mit dem Gothic-Kostüm. Ja, warum nicht? Mehr Schaden. Also das ist wirklich mal, ich sag mal, für Fiesta-Verhältnisse gute Belohnungen. So, also im Vergleich, was wir sonst mal sehen, sonst gibt es ja immer nur Crit, 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 zum Beispiel bei der Sommer-Quest da mit der Wasserbombe. Achso, wir müssen auch die Quest annehmen vielleicht, ne? Wäre ja auch vielleicht eine Idee wert. Ach Gottchen. Nein, aber ich muss sagen, mit dem Kostüm her finde ich das wirklich gut. Die anderen 2 Sachen, die für 7 Tage finde ich nicht so gut. Vielleicht hätten sie auch diesen Hut für sie 30 Tage machen können. Und zwar, ja gut, die Frage ist natürlich, wie schnell bekommt man die Münzen? Das ist die Frage. So, komm, fertig. Die Quest müsste, glaube ich, ja immer die gleiche sein, ne? Gestohlene Süßigkeiten finden wir gleich von Schleim her. Da müssen wir zu den Bienen hin. Ich glaube, sowas um den Dreh. Da muss ich mal schauen. Aber ich glaube, man bekommt halt wieder wirklich nur eine davon, oder? Nur eine Münze pro Tag. Aber das heißt dann wirklich 20 Tage aktiv sein, wenn du jetzt so einen hast wie mich. Wie mich, eher gesagt. Da Vollzeit unterwegs ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Jo, wir bekommen die auf jeden Fall aus den Münzen her. So, das tausche ich mal um. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Hallo? So, wie viele Süßigkeiten? 30 Süßigkeiten, okay. Dann machen wir das mal. Bekommen wir ja nur, glaube ich, aus diesem Schleim her, ne? Wenn ich die jetzt hier töte, bekomme ich nichts. Ne, okay. Das heißt, sie müssen doch schon dieses Geistersymbol haben. Gut, das ist ja eigentlich jedes Jahr das gleiche, ne? Also von daher macht das jetzt nicht so viel was aus. So, hier ist auf jeden Fall was los. So ist es ja nicht. 7, 8. Ja gut, die hätten die vielleicht auch auf 10 machen können. Wenn die schon alle jedes Mal droppen. Weil irgendwie ist es halt mehr langweilig als alles andere. Guck mal, da haben wir da vorne nochmal 2. 10 können wir mal kurz hin. Komm, wo bist du? Da bist du. So, zack, 14. Großartig. Ja, und ich glaube, danach würde ich auf jeden Fall die Bienen machen. Die sammeln wir mal auf 15. Damit haben wir schon mal die Hälfte. Naja, als Gladi kannst du ja auch hier richtig chillig mit dem Feuer-Dings da 110er. Wie heißt sie denn nochmal? Die Aura? Feuer-Aura? Nee. Wer ist denn dieses nochmal? Flamme. Flamme, Flamme. Einfach nur Flamme durchlaufen. Auch mehr chillig. So, dann brauchen wir nur noch 8. Aber ich glaube, wir müssen die zwischendurch abgeben, oder? Kann es sein, dass wir die abgeben müssen? Ist das eine gute Frage? Bin ich gerade nämlich am Rätsel, aber ich glaube schon, dass wir die zuerst abgeben müssen und dann die nächsten bekommen. Die nächste Quest zum Beispiel. Weil ich glaube, einfach so abgeben müssen, können wir ja nicht. Wir müssen ja hin und her laufen. Was eine schöne Sache. So, die beiden nehme ich noch mit. Und jetzt nur noch einen. Komm schon, wo ist denn der eine?
Da hinten chillt da rum der eine. Chuck. Genau, dann müssen wir jetzt abgeben. Weil so können wir die natürlich nicht abgeben. Wäre auch ein Luxus gewesen, ganz ehrlich. Wäre auch zu schön gewesen. Chuck, auf nach Eldarine. Und dann geben wir mal die Kiste einmal ab und dann kriegen wir halt die nächste. So, dann müssen wir natürlich auch das Labyrinth machen. Auch ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass wir das heute machen. Und ich glaube, dadurch bekommen wir denn hier von eine Münze? Nee, ne? Doch. Dann bekommen wir auch eine Münze. Aber kann man die Quest eigentlich auch jeden Tag machen oder nicht? Also, hey. Wie im Winter ist voll. Oh. Das finde ich aber doof jetzt hier. Das finde ich aber jetzt richtig doof, dass man die nicht stacken kann. Warum kann man die denn nicht stacken? Dann schmeiß ich das hier rein, ich schmeiß das hier rein. Was brauche ich denn davon nicht? Habe ich jetzt vielleicht Platz? 1, 2, 3, 4. Wie viel Platz brauche ich denn? Ich brauche 1, 2, 3. Ah, 3 Stück. Okay, ja, dann haben wir jetzt eigentlich mehr als genügend Platz. Aber das ist doof, dass man nur 5er Stacks machen kann. Muss ich schon sagen. So, und somit haben wir schon mal eine Münze verdient. Ja. Dann haben wir die gestohlenen Zuckerstangen. Da bekommen wir dann nochmal eine zweite. Hä, ist das eigentlich eine tägliche Quest oder nicht? Müsste doch eigentlich eine tägliche... Guck mal, wir haben auch Feuerwerk wieder bekommen. Hey, wie schön ist das denn? Gut, können wir wieder zerstören. Wir haben jetzt einmal 10 Süßigkeiten bekommen. Natürlich muss es da, glaube ich, doch eine tägliche wiederholbare Quest sein, oder nicht? Weil ansonsten würde es ja keinen Sinn... Hallo? So, danke. Sinn machen. Das heißt also, man bekommt 2 davon. Und dann müssen wir doch irgendwas doch noch hinten machen. Also bekommen wir 3, glaube ich, sogar. Wenn ich richtig 3 Münzen pro Tag. Sprich, man braucht dafür 20 Stück. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ja, gut, eine Woche. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange die bleibt. Wenn es von 22 angefangen hat, dann hast du dann 29 schon die ganzen Sachen. Für eine Woche und dann, ja. Mal gucken, ich bin auch mal gespannt, wie lange die bleibt, die Quest hier. So, wir sind hier. Dann laufen wir mal zu den Bienchen. Und dann gucken wir mal, ob sie das Labyrinth dieses Jahr verändert hat oder nicht. Das ist auch eine gute Frage. Denn das war sonst die Jahre immer gleich. Dann hat es, glaube ich, irgendwann mal einen Wechsel gegeben. Nee. Hä, wo geht denn die gestohlenen Süßigkeiten her? Irgendwo versprich mir Margaret. Wo finde ich denn jetzt den zweiten Teil der Süßigkeiten? Ach nö. Hä? Wo finde ich den zweiten Teil der Süßigkeiten? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Muss ich wirklich mal sagen, ich habe so keine Ahnung, woher. Gestohlene Süßigkeiten. Hat sie bestimmt erwähnt, oder? Und ich habe es einfach geskippt alles. Moment, nach Walter Gezeiten erstmal. Auf geht's, Walter Gezeiten. Das zeigt aber auch nicht an, wovon wo wir die bekommen, ne? Gestohlene Zuckerstange. Jetzt bin ich halt überfragt. Oder sind das die Schleime nochmal? 10 Schleime töten. Und dann die Bienen. Nee, die Schleime sind es auch nicht. Hä? Das sind weder die Schleime noch die Pilze noch die Bienen. Was haben wir denn noch für welche Mobs? Jetzt bin ich aber sowas von überfragt. Moment. Gehen wir nochmal nach Rumen zurück. Die sind es nicht. Nein. Die kann zurück, aber es reicht noch nicht aus, wieder versichert. Ich hätte die Süßigkeiten noch irgendwo versteckt. Im Nebelwald vielleicht? Das kann ja auch sein, mit einem Grünling oder so. Nö. Gut, dann laufen wir nochmal nach Eldarine zurück. Ich gebe die Quest auf, gebe die Quest wieder neu, nehme die Quest wieder neu an. Und dann hoffe ich, wird das irgendwo erwähnt, weil ich habe jetzt keinen Plan, wo ich die bekomme.
Das ist jetzt eine gute Frage. Und dann machen wir heute vielleicht eine längere Folge, eine XXL-Folge oder so. So. Habt ihr was herausgefunden? Natürlich, hier versteckt, dann gehen wir noch gleich nochmal hin. Ich habe ein Tor entdeckt, das hineinführt, aber ich kann nicht passieren. Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich es. Jetzt müssen wir hier rein und hier diese. Ah, guck mal, wir haben auch dieses Jahr wieder ein neues Dings. Ja, doch, wir haben dieses Jahr wieder ein neues. So, Buff entfernen. Muss ich mal schauen. Weil das ist halt neu, ne? Ja. So wie es aussieht, ist das neu. Okay, das ist doch wieder schön, dass sie sich wieder Mühe gegeben haben und wieder was Neues reingekloppt haben. Oh, shit. Die habe ich ja gar nicht beachtet. Gut, dann neuer Versuch. Und ich laufe hin und her die ganze Zeit voll umsonst, ey. Dann bin ich da wieder durch. Das ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Alter, ich glaube, wenn ich am Ende bin, dann wird es natürlich ganz, ganz... So, kommen... Da kommen die Beine. Die laufen da durch. Hat sie wohl einen Plan oder hat sie keinen Plan? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja einen Plan. Aber das ist aktuell noch nicht so schwierig. Die laufen alle da durch. Ich laufe denen einfach mal alle hinterher. Keine Ahnung, was sich das jetzt, was sich da ergibt. Oh, shit. So, komm nochmal so hin. Sehr schön. Na, schnell laufen. Gut, von hinten kommen die auch nicht. Können die uns nicht mehr erwischen. Hallo, Level 135 ist sie. Ich laufe da mal hinterher, ne? Ich hoffe, dass sie recht hat. Ansonsten ist es ja auch nicht so schlimm. Vielleicht gibt es doch mehrere Wege. Kann ja auch sein. Guck mal, das sieht doch schon mal interessant aus hier. Oh Gott, ist hier gruselig. Und da ist eine Krabbe. Da ist locker im Kreis oder so rum, ne? Da haben sogar Pinky. Ah ne, das ist eine Dingsterbumse, ne? Verkleidet bestimmt. Also ich folge dir einfach mal. Mal gucken. Okay, also wie es aussieht, gibt es halt doch 2 Münzen pro Tag. Sprich dann... Zumindest aktuellen Standpunkt. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch eine Quest bekommen oder nicht. Mit dem Bienchen. Oder, ah ne, man bekommt das locker... Man bekommt die locker von dem Bienchen. So, wo geht's denn weiter? Nach rechts, ne? Ne, ja, nach rechts. No, das war jetzt unlucky. Och, nö. Och, nö. Ey, das war jetzt richtig beschissen. Mist. Dann probieren wir es halt nochmal. Check. Das war jetzt doof. Gut, zumindest weiß ich jetzt den aktuellen Weg, wie wir dahin gelangen. So, ihr geht mal da durch. Chuck. Siehst du, die das noch nicht gemacht haben, die können dann also den Weg hier einfach durchgucken. Und ich selber überlegen, wie man hier durchkommt. Gut, dann muss man mal schauen, dass wir da gleich irgendwie nochmal vernünftig durchkommen, ohne irgendwelche Komplikationen. So, wir sind natürlich hier durchgelaufen. Dann geht's einmal hier rein. Da ist der Friedhof. Nein! Ach komm, diese Scheißbiene, ey. Hier wäre der Sprint natürlich ganz gut gewesen. Ja, komm, auf geht's. Mit einer schönen Sprint. Gibt es auch vielleicht für manche Dings da im Boost? Das könnt ihr doch mal gerne in den Kommentaren reinschreiben, ob man, wenn man sich verwandelt, für manche Tieren auch einen Boost gibt. Ganz zufällig. Weil man natürlich richtig chillig, wenn es für manche wirklich so einen Boost geben würde. Dann, zack. Da
so ein Standard 0815 Free Copyright Lied. Upsala, fast wieder erwischt worden. Also mit einer Sprint geht es natürlich richtig einfach voran. So, schmuggeln wir uns hier durch. So, dann kommt die nächste harte Station wieder. Schack, schnell da rein, damit wir nicht erwischt werden dort von den anderen zwei. Da haben wir die Krabbe. Ich hoffe, die biegt nicht hier rein. Nein, macht die nichts gut. Da kommt die nächste Krabbe. Oder müssen wir hier rechts rein? Ich weiß nicht mehr, wo es durchging. Da kommen sogar zwei Krabben entlang. Wo mussten wir denn jetzt hin? Ich glaube, es gibt mehrere Wege, wie es aussieht, würde ich mal sagen. Oder auch nicht. Nein, da ist die Krabbe. Nein, die verfolgt mich sogar. Scheiß Krabbe. Hä? Nichts ist passiert. Okay. Laufe ich mal weiterhin von der Dingste hier weg. Dann sind wir hier. So, schmuggeln wir uns hier durch. Dann war es, glaube ich, hier, ne? Oder von so macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Genau. Die kommt nicht hier rein. Schon mal sehr gut. Aber ich weiß auch nicht, ob die Krabbe einen zurückschleudert oder nicht. Das ist die Frage. Da bin ich überfragt. Keine Ahnung. Ob die das jetzt so macht oder nicht. So, da bin ich wieder bei dem Viech. So, hier treffen die sich und dort treffen die sich. Zack, so muss das eine vorher auch machen. Und dann bin ich, als ob ich kurz vorm Ziel weggeflogen bin. Ey, das ist aber jetzt wirklich ärgerlich. So, und damit haben wir die Süßigkeiten auch schon. Sehr schön. Kurz vorm Ziel bin ich halt wirklich weggeflogen. Das war ärgerlich. Ach, wir bekommen sogar mehr als genug. Sehr schön. Gut, also ich finde irgendwie, dass es dieses Jahr doch einfacher ist als sonst die Jahre. Muss ich so sagen. Dieses Jahr ist dieses Labyrinth sehr, sehr einfach. So, damit haben wir zwei Stück bekommen und dann bekommen wir wohl morgen die neue Quest. Und auch wieder zwei neue Coins, Münzen. Nochmal Feuerwerk und nochmal das Blaue. Verwandlungssüßigkeiten. So, und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommt in den Kommentaren. Wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht mal kein Like zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.